Nach jedem Krieg muss man aufräumen. Leidliche Ordnung kommt nicht von allein. Jemand muss die Trümmer an den Straßenrand kehren, damit die Leichenkarren sie passieren können. Jemand muss versinken in Asche und Schlamm, Sofafedern, Glassplittern, in blutigen Lumpen. Jemand muss, um die Wand zu stützen, den Balken herbeischleppen. Jemand das Fenster verglasen und die Tür wieder einhängen. Fotogen ist das nicht. Und es kostet Jahre. Längst zogen die Kameras in den nächsten Krieg. Die Brücken muss man wieder und die Bahnhöfe aufs Neue. Die Ärmel vom Hochkrempeln hängen in Fetzen. Jemand mit dem Besen in der Hand erinnert sich noch, wie es war. Jemand hört zu und nickt. Mit dem nicht geköpften Kopf. Aber ganz in der Nähe schon treiben sich welche herum, die das langweilig finden. Manchmal buddelt einer unterm Strauch, durchrostete Argumente aus und wirft sie auf den Müll. Diejenigen, die wussten, worum es hier ging, machen denen Platz, die wenig wissen. Weniger noch als wenig und schließlich so gut wie nichts. Im Gras, das über die Ursachen und Folgen wächst, muss jemand ausgestreckt liegen, einen Halm zwischen den Zähnen und in die Wolken starren.